Miss Bell, es ist einfach sehr, sehr schön, dass Sie da sind. Dass wir uns mal treffen, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und dann auch noch in so einer Bibliothek, das muss ja für Sie eigentlich auch ein ganz schöner Ort sein, oder? Ja, es ist grandios. Ja. Es ist grandios. Es ist fast wie bei mir daheim. Ach, Sie haben auch so viele Bücher zu Hause? Ja, selbstverständlich. Ach, Sie wissen, da, wo ich groß geworden bin, da lebte man immer mit Büchern. Ach, wo sind Sie groß geworden? Nun ja, meine Familie sind keine englischen Adligen, aber... Aber so ein bisschen. Junge Lady, besser. Ja, es mangelte nie an Geld, sagen okay. wir so. Das ist natürlich eine sehr gute Ausgangssituation für so ein Leben, oder? Absolut. Mein Vater hat mir immer versucht, alles zu ermöglichen, was ich mir erhoffte und erträumte. Aha. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das jetzt so vor, so zu der Zeit, dass Sie wahrscheinlich irgendwie vor allen Dingen Handarbeiten gemacht haben und ein bisschen so in die höhere Gesellschaft eingeführt worden sind, oder... Hatten Sie einen Hauslehrer? Wie muss man sich ja, also getanzt habe ich natürlich immer gerne. Und in unserer Gesellschaft gab es auch Hauslehrer. Aber ich bin tatsächlich auf ein College nach London gegangen. Ja, okay. Ich war im Queen Mary College in London und hatte die Möglichkeit, eben eine hervorragende Ausbildung dort. Aber das ist nicht selbstverständlich für die Zeit. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Aber wissen Sie, ich war schon immer so ein Geist. Mir war es so schnell langweilig. Und dann haben Sie Ihren Vater einfach überzeugt oder war Ihr Vater auch sehr fortschrittlich? Ja, ich glaube, er war ein sehr fortschrittlicher Mensch und ist mir da sehr entgegengekommen. Ja. Ihre Mutter ist ja, glaube ich, früh verstorben. Ja, leider. Meine liebe Mutter starb schon, als ich 3 Jahre alt war. Können Sie sich an sie erinnern? Nur sehr, sehr wenig. Ja. Und dann hat Ihr Vater, glaube ich, wieder geheiratet? Ja, eine sehr nette junge Dame, mit der ich mich wirklich zeitlebens immer sehr gut verstanden habe. Ja, schön. Also ja, eine wirkliche Freundin, eine Brieffreundin, mit der ich sehr viel ausgetauscht habe. Schön. Haben Sie Halbgeschwister dann noch bekommen? Ja, ich hatte dann noch kleinere Geschwister, aber vor allem mein Bruder Morris, mit dem war ich auch sehr verbunden. Wir waren beide Alpinisten, wissen Sie. Ach, Sie sind, was muss ich mir darunter vorstellen? Sind Sie richtig auf Berge geklettert, so... Aber selbstverständlich, junge Lady, tun Sie das nicht? Nee, tue ich nicht, tatsächlich nicht. Also, ja, es war großartig. Wie gesagt, das Geld spielte keine Rolle. Ich konnte jeden Berg erklimmen, der mir interessant erschien. Aha. Ja, und wissen Sie, ganz im Süden von Deutschland gibt es diese Alpen. Ja, und dann auch da, wo die Österreicher leben. Ja. Es war wirklich großartig. Ja, ich konnte einen Berg nach dem anderen erklimmen. Und es war auch manchmal etwas aufregend. Also, und wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben ja wahrscheinlich Ihr Gepäck, haben Sie das selber getragen? Hatten Sie Träger dabei? Nein, junge Lady, das musste ich nicht selbst tragen. Ja, und dann von welchen Höhenmetern reden wir da? Also sind Sie auch wirklich richtige Berge geklettert oder eher so die Berge, die ich mir als Norddeutscher so vorstelle? Nein, selbstverständlich. Also selbstverständlich, das wäre ja sonst keine Herausforderung gewesen. Aha. Also ist 2000 Meter sollten es schon sein. Wahnsinn. Und da haben Sie richtig auch, haben Sie auch was entdeckt? Also irgendwas als erster Mensch vielleicht bestiegen sozusagen? Also ich möchte nicht überheblich wirken, aber eine der Spitzen in den Alpen ist nach mir benannt. Wirklich? Ja. Die heißt dann Bellspitze, oder? Nein, sie heißt Gertrudenspitze. Wirklich? Ja, selbstverständlich. Ja, die sind aber auch stolz drauf, ne? Wenn ich es zugeben darf, ja. Ja, das aber das können Sie natürlich auch sein, ja. Und sind Sie dann, jetzt muss ich mal ein bisschen indiskret werden, sind Sie dann in Hosen geklettert oder sind Sie tatsächlich im Rock auf den Berg? Nein, also wissen Sie, junge Lady, also in unserem Stand ist natürlich eine angemessene Kleidung schon von großer Wichtigkeit. Man muss angemessen gekleidet sein und seinerzeit in einem Rock, selbstverständlich. Also wirklich im Rock auf 2000 Meter hohe Berge. Ja, selbstverständlich. Ja, ich habe erst später, als ich dann sehr viel geritten bin durch die Wüste, dann auch mal eine Art Hosenrock getragen. Aber ich habe lange sehr großen Wert darauf gelegt. Weil es Ihnen unangenehm war, aus so einer Schicklichkeitsvorstellung oder... Wer macht denn sowas? Welche Dame? Okay, also es kam einfach gar nicht in Frage. Sie haben sich die Frage wahrscheinlich gar nicht gestellt. Ehrlich gesagt, nein. Nee. Das war ja auch nicht so unbequem. Ja, Sie waren es auch nicht anders gewohnt. Ne? So sieht es natürlich auch. Richtig. Ja. Ja. Und Sie haben eben gerade gesagt, Sie haben Abenteuer erlebt. Ja, ich habe sehr gerne Abenteuer erlebt. Eigentlich bestand mein ganzes Leben aus einem großen Abenteuer. Das klingt gut, das klingt sehr aufregend. Also ich weiß, dass Sie dann viel in den Orient gereist sind. Ich glaube, Sie haben Strigowski gelesen und haben dann beschlossen, selber... Expeditionen zu unternehmen? Ja, das war wirklich das Großartigste. Und wissen Sie, wenn man das einmal begonnen hat, lässt einen der Orient nie wieder los. Wo waren Sie denn da überall? Also es begann
In Persien. Aha. Ja. Ich habe meine Verwandten besucht in Persien. Ich habe den Hof des Schah gesehen. Ich habe diese wunderbare Landschaft gesehen und diese großartige Gastfreundschaft der Menschen dort. Ja. Und als ich das einmal erlebt hatte, konnte ich es nie wieder vergessen und wollte es immer wieder erleben und einfach auch den Menschen bekannt machen. Und dann hier in Europa bei uns. Ja, Sie haben ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Ich habe ein paar Bücher natürlich dabei. Ich weiß nicht, ob Sie die, das hier scheint mir eine etwas, ne, doch nicht eine neuere Ausgabe. Ich weiß nicht, ob Sie die Ausgaben überhaupt schon mal gesehen haben. Ja, ich bin sehr stolz darauf, dass meine Bücher auch in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Sehen Sie, hier ist die Übersetzung meines Buches über die Expedition nach Syrien, die ersten. Und hier ist sie sogar ins Deutsche übersetzt worden. Ja. Die zweite Auflage erschien schon 1910 und unter dem Titel Durch die Wüsten und Kulturstätten Syriens. Das ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr schön, wenn man jetzt so das eigene Buch in Händen hat, auf andere, in andere Sprachen übersetzt. Ja, selbstverständlich. Das ist ja durchaus auch erfolgreich gewesen. Was ja, wissen Sie, junge Lady, aber das Lernen der Sprachen ist natürlich absolut grundlegend für jeden Reiseschriftsteller und für jeden Archäologen. Es ist doch wirklich außerordentlich wichtig, dass Sie die Sprache der Bevölkerung sprechen, die Sie kennenlernen wollen. Ja, das war das allererste, was ich getan habe, als ich nach Persien kam. Ich habe den großen Dichter Hafiz, kennen Sie Hafiz? Ja, einer der größten Dichter Persiens überhaupt. Den großartigen Hafiz musste ich doch in seinen eigenen Worten verstehen können. Mhm. Also musste ich mir das Persische aneignen. Ich habe ihn noch ein bisschen, naja, vielleicht etwas dilettantisch ins Englische übertragen. Es wurde gelesen. Und dann das Arabische. Das Arabische zu lernen ist nicht so schwierig, wissen Sie? Nein, das ist nicht so schwierig. Und natürlich muss man die Sprachen können, wenn man in Europa unterwegs sein möchte. Ja, also Deutsch und Englisch, Französisch, das sollte jeder von Ihnen können. Also das heißt, Sie können, wie viele Sprachen sprechen Sie? Oh, ich weiß es nicht auswendig, aber auch ich muss zugeben, auch in Japan fand ich es sehr interessant und konnte mich verständigen. Tatsächlich? Selbstverständlich. Wahnsinn. Also Sie scheinen ja sehr sprachbegabt zu sein. Mhm. Und Sie haben auch selber die Fotos, glaube ich, gemacht, die Sie verwendet haben. Selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Das ist natürlich wichtig, dass eine Reiseschilderung nicht nur aus dem geschriebenen Text, ja, aus dem Bericht besteht, sondern dass Sie natürlich also hier auch wunderbare Fotos haben, wie Sie sehen, hier beispielsweise von den Einheimischen. Also ich habe mich immer sehr bemüht, eben auch die Beduinen, Land und Leute zu schildern. Hier, das sind die Drusen, die Sie hier sehen, in ihrer charakteristischen Kleidung, Gewändern, Kopfbedeckung, ja. Aber dann habe ich mich natürlich immer so sehr für die Archäologie interessiert. Ja, ja, also Sie haben schon Strigowski erwähnt. Strigowski hat mich außerordentlich beeindruckt. Seine Reiseschilderungen waren für mich großartig und ich wollte wirklich auch auf diesem Pfaden wandeln und nach Möglichkeit noch Neues entdecken. Ja, ja, also dieses Gefühl, Pionier zu sein, etwas noch Unentdecktes zu erforschen, ist als allererste zum ersten Mal zu dokumentieren, zu zeigen und den Menschen bekannt zu machen in Europa. Das fand ich großartig. Ja. Daher war es wichtig, das auch in den Möglichkeiten zu tun, die in unserer Zeit gegeben waren. Mhm. Also möglichst gute Fotos zu erstellen. Das haben alle meine Kollegen getan. Aber auch gute Pläne zu zeichnen. Also Sie sehen, ab und zu werden Sie in meinen Büchern eben auch Karten und Pläne finden, meinen Aufsätzen, die ich in den Fachzeitschriften veröffentlicht habe. Und das war mir sehr wichtig, die Kartografie. Insofern habe ich das natürlich auch erlernt und dann auf meinen Reisen gezeichnet. Ja. Aber Archäologie studiert haben Sie nicht, oder? Nein, aber ich habe das getan, was für eine junge Dame zu meiner Zeit möglich war. Ich war an der Universität Oxford und habe einen Abschluss in Geschichte erworben. Aber wissen Sie, zu unserer Zeit graduierten Frauen nicht. Mhm. Hat Sie das nicht gestört? Nein, nein, nein. Man könnte sagen, ein jeder Mensch kann seinen Mann stehen und es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich bin ja nicht eingeschränkt worden. Okay, ja, das stimmt natürlich. Sie haben sich natürlich irgendwie das dann einfach rausgenommen, sind in diese Länder gefahren. Das muss ja auch sehr gefährlich gewesen sein. Ja, das war es mitunter. Ab und an sind uns auch unsere Waffen geraubt worden oder unsere Eskorten hatten hier und da Probleme. Natürlich sind die Stämme auch teilweise untereinander verfeindet. Ja. Und das hat schon mal hier und da zu Schwierigkeiten geführt. Aber es ließ sich immer alles aus dem Weg räumen, wissen Sie. Aber hatten Sie keine Angst? Nein, junge Lady. Nein, aber woher kommt das? Also waren Sie irgendwie, ja, also man würde ja, also ich hätte Angst, glaube ich, oder nein, ich weiß, dass ich Angst hätte, wenn ich quasi alleine mit wenigen Begleitern irgendwie unter verfeindeten Stämmen alleine durch die Wüste reiten würde, dann würde mir das, glaube ich, nicht so sehr behagen.
Aber sie scheint da ja sehr, ja, einfach sehr drauf zugegangen sein, zu sein und dann hat es irgendwie geklappt. Ja, es hat immer sehr gut funktioniert. Wissen Sie, wenn man Land und Leute so sehr liebt, dann spielt es keine Rolle. Man kommt sehr einfach in Kontakt. Wissen Sie, Sie wissen, im Orient muss man Kaffee trinken, rauchen. Es ist nicht so wie hier bei uns im englischen Winter, Juni, wissen Sie. Und dann kommt man sehr leicht in Kontakt. Ja. Und wie war das? Ich meine, Sie sind ja eine Frau. Da kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal eine Rolle gespielt haben wird im Orient, ja. Haben Sie sich anders verhalten als die orientalischen Frauen? Oder gab es mal Situationen, wo Sie das Gefühl hatten, jetzt ist es gerade ein Problem, dass ich eine Frau bin? Nein, das war niemals ein Problem. Wissen Sie, wenn Sie die Erfahrung hätten, im Orient zu reisen, würden Sie wissen, dass Sie als Frau, wenn Sie sich benehmen wie ein Mann, auch wie ein Mann behandelt werden. Okay. Es war nie das Problem des Respekts. Also das heißt aber, Sie haben sich auch bemüht, männlich aufzutreten, damit es funktioniert? Es war mir gegeben. Es ist mir nicht schwer gefallen man gewöhnt sich daran. Ja, Wahnsinn. Aber vielleicht können wir bei dieser Frauengeschichte gerade noch mal kurz bleiben. Was mich sehr überrascht hat, war, dass ich gelesen habe, dass Sie, obwohl Sie ja so eine, denken wir aus heutiger Perspektive, emanzipierte Frau gewesen sind und Ihren Mann im Orient gestanden haben, trotzdem in der Antisuffragettenbewegung aktiv gewesen sind. Das hat mich ein bisschen verwundert und es hat mich auch ein bisschen verärgert, muss ich sagen. Ja, was soll denn das? Worauf wollen denn diese jungen Ladies hinaus? Was soll das bringen? Es wird uns nichts nützen. Also in meiner Position war es für mich absolut unnötig, also ein solches Aufhebens zu machen in der Gesellschaft. Sie sehen doch, ich konnte doch alles erleben, was mir vorschwebte. Aber Sie waren natürlich auch eine außergewöhnliche Person. Sie haben sich das halt einfach genommen, ja? Sie haben es halt einfach gemacht. Aber das ist natürlich nicht für jede Frau einfach so möglich, das einfach zu tun. Jede kann danach streben. Das ist natürlich. Und jede kann das erreichen, wonach sie strebt. Ich bin fest davon überzeugt. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man einfach sagt, ja, ich finde das nicht nötig, oder ob man sich so massiv engagiert. Sie war ja sogar Sekretärin bei dem Verein. Also. Ja, selbstverständlich, das gehörte dazu. Engagieren muss man sich schon. Naja. Reden wir vielleicht nochmal über die Archäologie. Sie haben mir jetzt erzählt, Sie haben viel fotografiert, Sie haben kartografiert, Sie haben vor allen Dingen Bauaufnahmen gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Würden Sie sagen, das war so das Hauptziel Ihrer Forschung, dass Sie erstmal aufgenommen haben, was da ist? Ja, selbstverständlich. Also wenn Sie Land und Leute kennenlernen wollen, ist es natürlich auch sehr wichtig, das zu zeigen, was das Besondere ist in diesem Land. Ja. Ja. Und das war für mich nicht nur eben so, dass ich die Stämme und die Leute dokumentieren wollte und ihre Lebensweise, sondern auch das, was sie umgibt, was sie prägt, was sie ausmacht. Und da spielen diese Altertümer und spielt diese Geschichte eine sehr große Rolle, wissen Sie? Ja, natürlich ist es etwas anderes, wenn Sie in einer Wüstenstadt oder in der Nähe einer Wüstenstadt aufwachsen oder in einem englischen Garten, junge Lady. Ja, natürlich. Das müssen Sie natürlich immer sehen. Und das hat mich doch sehr fasziniert, weil ich auf meinen Reisen so vielen Archäologen begegnet bin. Ja, selbstverständlich. Ich habe die großartigen Archäologen des Deutschen Archäologischen Instituts kennengelernt. Ja, Dörpfeld, ein toller Kollege. Und viele andere, mein Kollege T. Lawrence Zane, vielleicht auch bekannt ist, im Lawrence Orient unterwegs. Arabien, Ja, er wurde dann später unter diesem Namen bekannt. Und das waren faszinierende Persönlichkeiten. Ja. Teilweise kannte ich solche Menschen aus Oxford ja nun auch schon. Und es war für mich immer spannend, mit ihnen zu begegnen, mit ihnen zu reisen und dann eben auch zu lernen und diese Dokumentation vorzunehmen. Natürlich. Haben Sie auch gegraben? Wie ist das? Nein. Also wir haben jetzt nicht Löcher in die Erde gemacht, so wie das einige Kollegen getan haben. Bei uns ging es mehr darum, eben den Bauzustand zu dokumentieren und zu fotografieren und wirklich so das ganze Umfeld und Ambiente auch zu zeigen. Sie sind dann ja auch nie wieder, also am Ende sind Sie ja im Orient geblieben, in Bagdad, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und sind gar nicht mehr nach England zurückgekehrt. Ja, das stimmt. Gar nicht vermisst. Wenn ich ehrlich sein soll, ein wenig, aber dann doch auch wieder nicht. Denn das, was ich Ihnen sagte, hat mich doch mein Leben lang geprägt. Wenn Sie einmal Ihr Herz im Orient verloren haben, dann werden Sie es nie wieder zurückerhalten. Und es hat scheinbar auch niemand in England auf Sie gewartet. Also verheiratet waren Sie ja, glaube ich, nie.
Nein, nein, es gab doch einige Lieben, aber ich war nie verheiratet. Leider sind meine Verlobten immer verstorben. Oh, das ist sehr traurig. Sehr traurig, ja. Ja. Auch ein Grund, nicht nach England zurückzukehren. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was man natürlich immer so ein bisschen hört, ist ihre, ich nenne es jetzt mal, Geheimdiensttätigkeit. Davon erzählt man sich? Davon erzählt man sich, durchaus, ja. Ja. Wie sind Sie da, wie ist das passiert? Nun ja, wissen Sie, auch ich und auch viele andere meiner Kollegen kannten natürlich diese Region so gut wie niemand anders. Mhm. Ja, kaum einer von uns hat sich in die Wüsten getraut, konnte natürlich auch mit den Stammesvorständen sprechen, mit den Stammesältesten sprechen. Wir kannten alle diese Menschen so gut wie niemand anderes. Und natürlich konnten wir kartografieren. Ja, wir kannten die Landschaft. Und es ist häufig so, das wird man Ihnen häufig sagen, dass natürlich Archäologie und Politik sehr eng miteinander verbunden sein können. Mhm. Ja. Und diese Situation, die damals im Orient entstanden war, mit der Schwierigkeit der Auflösungserscheinungen des Osmanischen Reiches und den Engagement, den Interessen unserer europäischen Mächte, allen voran natürlich unseres britischen Empire, das sorgte dafür, dass unsere Informationen von großer Bedeutung waren. Ja, wir waren die Personen, die die Sprache sprechen konnten, die die Landschaft kannten und die genau wussten, wie man die arabischen Stämme auch gegen das Osmanische Reich mobilisieren konnte. Das heißt, sie haben sich instrumentalisieren lassen. In gewisser Weise mögen Sie das vielleicht heute so einschätzen, aber es war natürlich auch so, dass mir diese Menschen sehr am Herzen lagen. Ich wusste natürlich, dass meine arabischen Freunde nicht länger in dem osmanischen Imperium einverleibt bleiben wollten. Es ging ja auch darum, ihnen einen eigenen Staat zu schaffen. Also das heißt, Sie würden jetzt gar nicht sagen, dass Sie sozusagen vor allen Dingen aus britischem Interesse gehandelt haben, weil ich weiß, dass Sie zum Beispiel im Ersten Weltkrieg zunächst auch als Krankenschwester tätig waren und sich da stark engagiert haben. Ja, selbstverständlich, junge Lady, das müssen Sie abwägen. So ist das in der Diplomatie. Natürlich war es einerseits auch mein Herz für das britische Empire und meine Herkunft, aber zum anderen schlug es eben auch für die Menschen vor Ort. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie sich sehr stark für die Staatenbildung dann auch eingesetzt haben. Und ich glaube, Sie haben auch mit Grenzen festgelegt und solche Geschichten. Ja, da haben Sie recht. Das war natürlich sehr wichtig, dann zu überlegen, wo bei den jungen Staatengründungen dann sinnvollerweise die Grenzen verlaufen würden. Und beim Irak war es durchaus so, dass ich durch meine Kenntnisse der Landschaft und der verschiedenen Stämme dann auch gute Hinweise geben konnte, wo man sinnvollerweise Grenzen setzen würde. Ja, aber also Sie würden schon sagen, dass die Archäologie zu der Zeit auch irgendwie ja dann Mittel zum Zweck war, um staatliche Interessen durchzusetzen, weil man irgendwie unter dem Deckmantel der archäologischen Forschung sich irgendwie Informationen beschafft hat? Oder? Welche Forschung ist schon frei? Und wissen Sie, als Forscher oder Forscherin verfolgen Sie vielleicht beide Interessen. Natürlich können Sie Ihre archäologischen Interessen verfolgen, aber dennoch dem Empire dienen. Am Ende Ihres Lebens ist ja so ein bisschen ungeklärt, unter was für Umständen Sie ums Leben gekommen sind. Aber man sagt, Sie hätten sich umgebracht? Ja, man sagt dies. Also Sie sollen ja an einer Überdosis Schlaftabletten verstorben sein? Es ging Ihnen nicht so gut mehr in Bagdad? Nein, nein, natürlich ist ein Leben im Orient auch auf die Dauer körperlich sehr anstrengend und in gewisser Hinsicht auch manchmal seelisch belastend. Man wird sehr schnell krank, wenn man viele Expeditionen im Orient unternommen hat, sich natürlich auch körperlich ausgebeutet hat und ausgezehrt war lange Zeit lang. Viel geritten ist, es dem Klima ausgesetzt war. Ich war auch sehr krank und irgendwo müde. Klar, Sie waren dann natürlich auch irgendwann in einem Alter, wo vielleicht die großen Expeditionen auch nicht mehr unbedingt noch hätten kommen können. Und Ihre Geheimdiensttätigkeit war ja dann, glaube ich, auch vorbei, weil der Krieg vorbei war und alles geklärt war. Da fehlt einem dann vielleicht auch einfach so ein bisschen die, der Grund, irgendwie weiterzumachen. Ja, wobei Sie natürlich wissen müssen, ich hatte eine großartige neue Tätigkeit, denn ich konnte mich engagieren, in Bagdad ein neues Museum für den Irak zu gründen. Ja, wir haben ein ganz großartiges neues Museum aufgebaut, dessen Ziel es auch war, erstmals vor Ort die großartigen Kulturschätze auszustellen, die dieses Land
doch beheimatet. Mhm. Ja, denken Sie an die großartigen Kulturen des alten Orients bis hin eben zu den frühen Christen, die auch in dieser Region eine Rolle gespielt haben und deren Bauwerke ich so mit so viel Liebe dokumentiert habe. Und das wollten wir dort erhalten. Mhm. Wissen Sie, nicht alle Kunst kann immer nur in den Louvre oder ins British Museum verschifft werden, um es den Menschen zu zeigen. Auch die Menschen vor Ort sollen ihre Denkmäler behalten. Mhm. Ja, junge Lady, das könnte auch in Ihrer Zeit vielleicht von großer Bedeutung werden. Auf jeden Fall, wir haben gerade wieder das Problem. Ja, denn sehen Sie, man kann Antiken, wenn sie klein sind, leicht schmuggeln. Irgendwann ist im Land nichts mehr übrig. Und sie müssen dafür sorgen, dass auch eine Gesetzgebung existiert, die mit der oder für die, wo sich viele dafür engagieren, dann die Antiken auch im Land zu behalten und der Bevölkerung vor Ort zugänglich zu machen. Ja? Das ist natürlich eine Haltung, die, soweit ich weiß, in ihrer Zeit nicht unbedingt der Mainstream war. Also wir haben ja kurz über Strigowski gesprochen, der ja durchaus alles aus dem Land geschafft hat, was er erwerben konnte. Ja, ja, ich habe davon gehört, dass er sehr viel aus Ägypten mitgebracht haben soll. Ja. Das heißt, Sie sind da auch eine fortschrittliche Vertreterin, wenn Sie sagen, okay, das muss vor Ort bleiben, wir müssen da Museen gründen. Haben Sie das mit den Landsleuten vor Ort gemacht? Gab es überhaupt schon diese Art von Archäologie im Orient oder haben Sie da auch irgendwie unterstützend dann? Nun ja, wissen Sie, die Ausgrabungen selbst wurden ja von uns getätigt, von uns Europäern. Ja, vor allem meine britischen Kollegen waren das, der Kollege Lawrence, von dem wir schon sprachen, aber viele, viele andere, auch einige Frenchmen waren dort und Deutsche unterwegs. Und nun ja, natürlich ist sehr viel außer Landes gebracht worden, auch in Kooperation mit den osmanischen Autoritäten. Aber das sollte ja nicht immer so bleiben. Ja. Ja. Sie haben vermutlich ja nicht immer alleine gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch mit Ihren Kollegen, auf die Sie ja vorhin schon mal kurz gekommen sind, auch irgendwie zusammengearbeitet haben oder waren das eher so Einzelgänger-Phänomen? Nun ja, ich war bei meinen Expeditionen schon sehr viel allein unterwegs, tatsächlich. Ja. Da habe ich sehr viel allein unternommen, dokumentiert und fotografiert. Aber wir hatten einzelne Expeditionen, die uns dann auch gemeinsam in bestimmte Regionen führten. Ich hatte einen sehr, sehr interessanten Kollegen, Will Ramsey, mit dem ich zusammen unterwegs war und mit dem ich auch gemeinsam Bauaufnahmen gemacht habe. Da war es durchaus so, dass man auch kooperieren konnte. Aber ich habe sehr viele Reisen allein unternommen mit meinen einheimischen Begleitern. Ja. Gab es da auch so eine Wettkampfsituation? Wer entdeckt jetzt Unentdecktes zuerst? Ich muss deutlich sagen, dass ich mich einmal doch etwas geärgert habe. Da war ich etwas verärgert, als ich den Palast von Ouchaïdir dokumentiert hatte. Und dann kam ich zurück nach Europa und hat seinen Franzose das zuerst publiziert, obwohl natürlich meine Zeichnungen und Fotografien viel besser waren, aber ich war nicht mehr die Erste. Und dann ist der Ruhm auch futsch, oder? Ja, es hat mich etwas verärgert. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann, auch wenn man vielleicht die, ich sag's jetzt mal nach Ihren Worten, bessere Dokumentation gemacht hat, wenn die zweite ist, ist es einfach nicht mehr, kommt es nicht mehr so an. Wahrscheinlich auch unter Fachkollegen, man ist halt nicht mehr die Entdeckerin. Ja, es ist nicht mehr, genau, wie Sie sagen, es ist nicht mehr dieselbe Leistung, es ist nicht die Leistung, das Glück, die erste Person zu sein, etwas der Gemeinschaft bekannt zu machen. Aber gut, meine Dokumentation ist besser. Und trotzdem muss ich Ihnen leider sagen, wir haben dieses Buch ausgeliehen, das haben wir ja vorhin auch schon kurz in der Hand gehabt, und mussten leider feststellen, dass es niemand gelesen hat. Das tut mir total leid, Miss Berlin, das sagen zu müssen. Das ist jetzt über 100 Jahre alt und seitdem auch wahrscheinlich im Bestand der Universitätsbibliothek. Und niemand hat es gelesen. Trifft Sie das? Nun ja, wissen Sie, in Deutschland passierten merkwürdige Dinge. Wenige Zeit nach meinem Tod. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht so interessant war, etwas zu lesen, was eine Frau in der Orientarchäologie geschrieben hat. Möglicherweise war es einfach ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, das mag sein. Ich würde mir wünschen für Sie, dass das nicht hierbei bleibt. Dass sich in nächster Zeit vielleicht mehr Leute das nochmal aus der UB ausleihen. Ja, möglicherweise gibt es irgendwann auch mal junge Kollegen und Kolleginnen, die diese Region wieder mehr erforschen. Ja. Dass es Zeiten gibt, in denen es wichtig wird, dort wieder neu zu dokumentieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass dann mein Buch auch von Nutzen sein wird.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und der Film mit Nicole Kidman scheint ja auch nicht dazu geführt zu haben, dass sich jemand das Buch ausgeliehen hat. Haben Sie den gesehen? Wer ist Nicole Kidman? Eine Schauspielerin. Ja. Was hat sie getan? Sie hat sie gespielt. Der Film Sie hat heißt, mich ja, gespielt. Queen of the Desert. Ja. Ja, so Wurde ihr nannte Leben, man mich ab und an. ja, genau. Und da wurde ihr Leben verfilmt. Ja. Und hat er Ihnen gefallen? Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber er ist von einem sehr namhaften Regisseur. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall demnächst mal anschauen. Berichten Sie mir Ja, davon. das berichte ich Ihnen sehr gerne. Berichten Sie mir davon. Ich habe gehört, dass dieses Kino sehr interessant Das ist werden könnte. großartig. Das hätte Ihnen mit Sicherheit gefallen. Dann hätten Sie nämlich Filmaufnahmen machen können und nicht nur Fotografien. Und bewegte Bilder übermitteln manchmal ja noch mehr als Stillleben. Ja, ich werde darüber nachdenken. Ja.